Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Let's Test MMOs, denn mir hat jemand einen Terra Online Beta Key geschenkt, den ich natürlich spontan ausnutzen muss, und da das hier der letzte Tag des Beta-Wochenendes ist, habe ich mir gedacht, ey, lass mal aufnehmen. Aber ich kann das nicht einfach jetzt mit irgendwelchen Leuten aufnehmen, weil die letzte MMO-Reihe ist ja immer eine Together-Aktion, weil sonst wäre das für mich langweilig. Und dann habe ich mir überlegt, wer hat einen Zugang zu Terra Online Beta, ist cool drauf, hat eine geile Stimme, ist Let's Player und den kenne ich sogar. Habe ich mir gedacht, Ultra Force. Yeah, genau. Wie sieht das aus? Stell dich mal kurz vor. Ja, also ich stelle mich mal eben vor, ja, also mein Name ist Ultra Force, nein, Spaß. Mein Name ist ganz normal, ich nenne mich ja jetzt nicht auch Ultra Force, ich nenne mich ja Martin, ja, das ist ja mein richtiger Name. Martin. Und ja, ich bin Let's Player seit Ende 2010 und ja, hab fast 1000 Abonnenten. Ja. Was gibt's noch Wichtiges? Ja, das ist mal, ich helfe ja mal dem guten Taz mit seinem Let's Test und so, weil das ist ja ein richtig gutes Spiel, das Terra Online Spiel da, und dann ja. Ja. Wie ihr seht, hier ist schon ein erstellter Charakter, den habe ich mir gemacht für Soundtests und sowas und bla, aber sag ich jetzt, ihr seht schon, das sieht schon alles sehr gut aus. Ich meine die Grafik und die Frau, aber Oh ja, das wird übrigens die Notgeilen Edition dieses Videos. Wir fangen direkt an mit neuer Charakter. Ich zeige jetzt die Charaktereinstellung. Ihr seht wunderbares Artwork im Hintergrund. Das ist alles sehr geil gemacht. Die Grafik und das Artwork im Game ist richtig schön. Das ist jetzt nur 700, das ist nur 27p. Ich werde vielleicht später nochmal eine Grafikaufnahme machen, wo ich einfach in Full HD aufnehme für 2 Minuten, einfach euch alles zeige. Und ihr seht, wir haben Menschen als Rassen, männlich, weiblich. Dann haben wir Castanix. Das sind halt so Teufel, so mehr oder weniger gute Teufel. Dann Arman, das sind so komische Gestalten, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Die erinnern mich ein bisschen an Oblivion, ne? An ja, die Viecher. Stimmt. Stimmt. Und dann haben wir so Pandas. Die Pupori. Ja, die Pupori. Dann haben wir die Elin, das sind so kleine, so kleiner Traum für Pädophile. Das ist so komische Mädchen, das sind so komische kleine Mädchen mit Ohren. Plüschohren! Da kann sich jeder zu denken, was er will. Dann haben wir die Bakarin, die einfach übertrieben cool aussehen und voll die epische Hintergrundmusik haben. Und die Hochelfen. Das darf halt in keiner Fantasy-Welt fehlen, weißt du, das ist Pflicht. Ja, genau. Und wieder einmal ist es so, dass die männlichen Elfen ungefähr so heterosexuell aussehen wie hier Schwulen. Justin Bieber. Ja, gut. Gut, siehst du, mir wäre wieder nichts eingefallen. Ein Glück, dass ich den Ultra hier hab. Ja, mir fällt da immer so ein Spruch ein, der dann irgendwie überhaupt nicht passt. Obwohl ab. Ich habe mich entschieden, dass ich ein Castanex spielen möchte und dazu natürlich eine Frau, weil wenn man sich anguckt, was in diesem Game so. Ich meine, die Männer sehen okay aus. Aber ich stehe nicht so auf Männer mit Bauch frei, das ist irgendwie nicht so meins. Und damit ich hier nicht gleich so einen Kotzreiz kriege, muss ich jetzt eine Frau spielen. Tut mir leid. Also was heißt, tut mir leid, dafür krieg ich bestimmt 1 Million mehr Aufrufe. Hast du das GameStar-Video gesehen, oder was ist, was auch immer, welches Magazin das immer noch war, zu Terra Online? Das waren so zwei Leute, die übertrieben notgeil waren. Okay, nee, ich habe bisher keine Berichte zu Terra Online angeguckt, weil ich das Spiel ja selber gekauft habe. Also ich habe es vorbestellt in der Epicness of Dixter Boomster Limited Edition. Mhm. Und spiel dann halt jetzt zum dritten Mal in der Beta. Also es sind ja, glaube ich, 5 Beta-Wochenenden, Close-Beta-Wochenenden. Mhm. Danach kommt ein Character-Wipe oder ein Char-Wipe, also das heißt, dass alle Charaktere gelöscht werden. Mhm. Dann kommt die Open-Beta für ein Wochenende, dann wieder ein Character-Wipe oder ein Char-Wipe oder was auch immer. Mhm. dann kannst du dir deinen Charakter, glaube ich, früher erstellen und Namen aussuchen und so. Und dann gibt's den Headstart und ich bin bei all diesen Aktionen dabei. Oh mein Gott, Das ist ja schon geil. Das ist ja richtig gut, ne? Jo. Dann haben wir als Klassen die Kriegerin, das ist halt so eine mit 2 Schwertern. Ich weiß ehrlich gesagt relativ wenig, was die Klassen an sich machen. Also ich weiß, dass der Lancer ein Tank ist. Okay. Wie ihr seht, auch wenn das ein Tank ist, ist die Kleidung eher spärlich bei den Frauen angebracht. Ja, guck mal, ich bin der Tank, ich habe dünne Stoffkleidung. Guck mal, ich bin der Tank, ich habe einen BH an und sonst nichts. Zerstörerin, die werden wir spielen, weil 2 Handschwerter übertrieben cool sind und das Coolste der Welt.
Das ist halt einfach ein Typ mit, das ist auch eine Olle mit zwei Schwertern. Mit zwei Handschwerts. Bah, Deutsch. Mit zwei Handschwertern. Mit zwei. Das wäre geil. Das wäre richtig, das wär richtig geil. Cool. Dann haben wir den Berserker, der hat uns so eine Axt- und Plattenrüstung. Und der Zauberer, der irgendwie zaubern kann. Wow, das war jetzt überhaupt nicht. Toll. Hello, thank you, Captain Obvious. Yeah, der kann zaubern. Deswegen heißt er auch Krieger. Bogenschützen, ja, ich würde mal sagen, das ist relativ offensichtlich. Priester ist, nehme ich mal an, so eine Heal-Klasse und ein Mystiker ist... Mystiker ist wahrscheinlich das, was man in Aeon den Kantor nennt, würde ich jetzt mal spontan schätzen. Das kann sein. Aeon kommt übrigens als nächstes Projekt. Hiernach, wenn wir War of the Immortals fertig haben und Terra kommt Aeon, da habe ich mir auch schon ein paar Leute zurechtgelegt. Aber wenn jetzt... was? Ist ja toll. Aeon ist ein tolles Spiel. Ja. Oder war es, bevor es Free-to-Play geworden ist? Ja, ich meine, ich werde es auch noch Free-to-Play spielen. Ich habe das vorher nie gespielt, aber ich habe halt viele tolle Sachen darüber gehört und es ist ja... Ah so, ja, ich verstehe. Es ist ja auch nur ein letztes Test über Free-to-Play-Spiele, weil bevor ich wirklich Profit aus dieser auf diesem Projekt schlagen kann, weißt du, im Sinne von Werbeeinnahmen oder was auch immer, was ja, ich ja alles nicht habe, kann ich mir einfach dafür keine Spiele kaufen. Ja. So, Voreinstellungen, wollen wir da mal gucken. Ihr seht, es gibt relativ viel Auswahl. Nicht so viel wie in Aeon, wie ich gehört habe, aber... Nee, definitiv nicht so viel. Aber das werde ich dann auch noch alles für sich beurteilen. Noch erstmal einen schönen Kopf. Einen schönen Kopf. Mir fällt gerade auf, dass meine Axt sich ausfahren lässt. Ja, ja. So, dann machen wir erstmal andere Haare. Haare? Widerlich. Ich hasse Haare. By the way, ich renne jetzt schon mal ein bisschen los, ne? Ja, und ja. Hau da ein bisschen Zeug. Jo, mach das mal. Gesichter, das passt. Verzierungen, was kann man denn hier alles so anbringen? What the fuck? Wo war denn das, was ich hatte? Das war eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das war das oder so, keine Ahnung. Details, oh Gott, Alter, das mache ich jetzt nicht alles. Nö, hab ich auch nicht alles gemacht. Vorgefertigte Kleidung. Ja, bei vorgefertigter Kleidung siehst du nur, wie dein Charakter dann aussieht, wenn er die entsprechenden Rüstungen für spätere Levels. Ja, wie das dann aussieht halt. Ach so. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht. Ja, und ich muss einen Gindelu oder Gildelu. Wie Smokey sagt, Glidehu. Glidehu, genau, ich nenne jetzt auch Glidehu. Nein, ich nenne die Bob. Ich kenne die Bob, weil ich das nicht aussprechen kann. So. Hier ist Feuer. Warum, wenn ich bei Stimme auswähle, kriege ich immer nur so rumgekrächzt, als ob die gerade einen Orgasmus kriegen. Ja, er hat bestimmt irgendwo seine Berechtigung oder sein Grund. Wer weiß. So, Namen bearbeiten, Test Let's Play, weil wir so unglaublich originell sind. Und fertigstellen. Oh yeah. Und dann sehen wir wieder dieses geile Artwork und dann sind wir schon im... Dann können wir jetzt den Charakter auswählen und das werden wir auch tun. Wenn ich jetzt wüsste, wie. Du musst Doppelklick drauf machen und dann fertig. Ah, wenn ich Doppelklick drauf mache, dann... Bist du fertig? Achso, ja, stimmt. Ja, weil das sah erst aus, als ob das irgendwie so ein Betrachtungsmodus anmachen würde. Ah, okay. Ja, mir fällt übrigens auf, dass was spiel ich denn eigentlich? Berserker mit der Axt. Dass sie unglaublich langsam zuhauen, weil ich spiele auf dem anderen Server, spiele ich ja Krieger. Mhm. Und die sind wirklich flott. Mhm. Und die sind halt voll langsam, dafür machen sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden. Ich habe gelesen, dass Berserker sehr tanky sind, dafür, dass sie Plattenrüstung haben, aber auch extrem viel Damage machen können. Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Berserker den meisten Melee-DPS machen, wenn man sie richtig spielen kann, von allen Klassen. Okay. Zerstörer sind halt so wendig und machen dabei noch so viel Melee-DPS. Das ist halt das finde ich das Gute. Und ich mag halt Zweihandwaffen sehr gerne. Und deswegen, ich mag zwei Einhandwaffen sehr gerne, das finde ich toll. Ich finde so, wenn jemand, so, also Akrobatik mit zwei Waffen ist schon cool, aber so Akrobatik mit zwei Handwaffen, das braucht man einfach viel mehr Skill für, weißt du? Ja. Damit das cool aussieht, weil mit zwei Waffen kannst du quasi einfach nur so einen Kreis drehen und die Dinge um dich rumwirbeln, dann sieht das cool aus. Das tut es. Ja. Runter mit euch, meldet euch zum Dienst. Okay, das Voice Acting ist, Ja, das ist...
Meh. Da ist irgendein Dieb, den hau ich jetzt mal kaputt. Und dem hab ich... Lande! Warum fliege ich, eigentlich so einen komischen Pegasus? Ich hab keine Ahnung. Egal, let's go. Ich habe ein golden Überraschungsei geöffnet. Was ist da drin? Ein golden Überraschungsei. Leichtfüßiges Hexagon. Rüstung Stufe 23. Okay, das sind wir. Und wir smashen schon durch die Gegend. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes um 15. Oh, das ist viel. Schätze ich jetzt mal. Hoffe ich mal. Ich kann nicht. Warum kann ich nicht ausweichen? Warum brauche ich Mana, um auszuweichen? Egal, wir gehen jetzt zu dir hin und ausweichen. Ja, du kannst blocken mit rechter Maustaste. Licht der Dämmerung, annehmen. Ich lese gar nicht erst die Texte. Nee, einfach alles annehmen. Dafür habe ich dafür am Anfang nicht genug Zeit. Ja. Und kann ich nicht weißt du was? Du kannst mich in eine Gruppe einladen, dann würde ich sogar wissen, wo du gerade rumgammelst. Wie heißt du denn? Lad mich ein, ich bin Tess Let's Play. Tess Let's Play, okay, dann gehe ich jetzt mal hier auf ist nämlich die Freundesliste. Dann gebe ich mal ein Tess Let's Play. Oh mein Gott, es ist Ultraforce. In Gruppe einladen. Oh mein Gott. Auf die Antwort von Ultraforce. Glückwunsch, ihr habt den Fortschritt Grüppchenbilder. Was für Grüppchen? Das ist eine Gruppe, die die Welt für immer verändern wird. This group will take the world. We will take over the world. Ey, was ist das denn, wenn ich Q drücke? Wenn du Q drückst, dann ist... da kannst du Gegner markieren. Ach so. Kann ich irgendwie springen? Ich muss sagen, wie man sieht... Die Grafik und das Art-Design ist richtig geil. Ja. Es ist wirklich krass, was man aus der Engine alles rausholen kann. Das ist ja auf der Unreal 3 Engine. Mhm. Und ich finde, das sieht richtig geil aus. Das tut es auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe gehört, dass bald die Unreal 4 rauskommt. Ja, habe ich auch gehört. Dass sie da irgendwie Leute suchen für... irgendwas. Ja, ich meine, die Unreal 3 Engine, die ist jetzt schon ein bisschen älter, dass man da noch so viele geile Sachen rausholen kann, das ist schon... Vor allem in einem MMO, weil MMO müssen ja extrem viele Sachen berechnen. Ja, das also, stimmt. Das ist schon beeindruckend. Ich würde sagen, von dem, was ich jetzt sehe, ist das schon eine 9 bis 10 an Grafik und Art Design. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Nein, tut es nicht. Es hat einfach nur geleckt. Wo bist du? Wenn du auf... Warte, wo... Kanal. Welcher Kanal bist du? Ich bin... Ich sehe das gar nicht. Oben, neben deiner Minimap, ist ein K1, K2, K3. Ja, ich bin K1. Ich auch. Dann, wie sieht man, woran erkenne ich dich auf der Map? Da bist du doch. Ah, da. Ultraforce is there. Oh mein Gott, das ist Tess Let's Play, oh mein Gott. Ich werde dich vernichten. Wir könnten ja PvP machen, mal eben. Oh Gott, nein, du bist Level 2, du bist mich voll zerstampft. Oh mein Gott! Du bist doppelt so hoher Level wie ich, ja, das ist heftig. Ja, du musst jetzt, hast du da eine Quest angenommen? Ja, ich hab mit irgendeiner Eulen geredet, das müsste reichen, oder? Du musst so oft mit der Eulen reden, bis es nichts mehr zu bereden gibt mit der Eulen. Mit der Kishale oder was? Ja, wenn da noch irgendwas über dem Kopf drüber schwebt, dann ist es falsch. Nö, da ist nichts mehr. Okay, dann werden wir jetzt Bobs schlagen. Ja, wir müssen Bobs schlagen. Ja, die heißen eigentlich, wie Smokey sie genannt hat im Livestream, Gliedehu. Gliedehu? Ja, ich muss auch Gliedehu töten. Ach, ich weiche aus. Ah, mit rechter Maustaste weiche ich aus. Ja. Aber das kostet mich Mana. Ja, Blocken kostet mich auch Mana. Glaube ich. Okay, jetzt wurde ich getroffen, das ist uncool. Oh, shit! Boah, ich hab den ausgewichen, du Bro, Alter. Pass mal auf. Ich schmette mich um. Und da liegt er, Alter. Irgendwie fällt mir auf, dass man hier extrem langsam läuft, wenn man seine Waffe draußen hat. Ja, das kann sein. Wie hebe ich Sachen auf? Mit F. Mit F. Ah! Verjüngungssphäre beflusst eure Fähigkeiten. Und jetzt? Das hilft dir so ein bisschen. Alles klar. Okay, wir müssen den Bob schlachten. Ich sehe einen Bob. Wo bist du eigentlich? Okay, wir schlachten den Bob hier hinten. Komm, schnell. Schmetter ihn tot. Da. Whoop. Nope. Ausgewichen, Bro. Na ja, nimm die Agro, Alter. Schau ordentlich drauf. Oh yeah. Und wir haben den Bob getötet. Das sollte Kishale reichen. Let's go. Ich muss noch einen Bob töten. Und echt? Ich muss noch diese Nohuk töten. Ja, ich habe den Quest schon beendet. Ach so, ja, warte, dann werde ich kurz hier meinen. Ja, dann abgeben. Beendest du den Quest. Und ich warte hier vorne. Alles klar. Und ich kann ja jetzt, glaube ich, gleich. Nee, das hier.
Wow, jetzt habe ich einen blauen Anzug an, ja, meine Damen und Herren, ein blauer Anzug. Ein blauen Anzug? Oh mein Gott. Der ist jetzt nicht weiß, der ist jetzt blau. Oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte einen blauen Anzug. Im Real Life würde ich für einen blauen Anzug töten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin, Moment, ich glaube, ich kann nochmal mit der irgendwem hier, ja, mit dem da. Übrigens, mit F2 hast du einen Speed-Trank, mit dem bist du dann für ein paar Minuten schneller. Hütet euch für den Flummergriff der Norux. Ja, Norux, das sind die komischen Hirsche. Ja, okay. Die heißen jetzt Hirsch. Ich hab keinen Bock, die Norux zu nennen. Immer diese ganzen Koreaner mit ihren Namen. Ja, wobei man sagen muss, dass das ja schon die eingedeutschte Version ist. Ja. Obwohl wir hier auf englischen Server spielen. Ja, Gliedehu. Gliedehu. Wer ist your Gliedehu? What are you doing with him? I will crush you, Mr. Gliedehu. Gliedehu! Oh mein Gott, ich hab gedouble-critted. Ich hab einen Doppelschlag gemacht und ihn damit gecritted. Wie geil war das denn? Ich hau auch mal den Gliedehu. Alles klar, das ist ein Plan. So, für mich, ich brauch noch 3 Clown. Cool, ich nicht. Ich brauch hier diese Hirsche. Ja, dann boxen wir die Norux um. Die heißen jetzt wieder Norux. Nein, die heißen Hirsche. Die heißen, Bob. Ja, das sind richtig große Urhirsche, ja? Die sind... Das... Ja, was? wo ist denn der nächste... Ah, hier ist der nächste Bob. Was wollen denn die kleinen Viecher von mir, Alter? Geht sterben. Ich werde euch zertreten wie ein Wurm. Wie ein Wurm werdet ihr zerstampft. Ich werde euch zertreten wie 2 Würmer. Oh, ja. Was passiert eigentlich, wenn ich linke Maus aus dem gedrückt halte? Schlägt er da irgendwie härter zu oder so? Oder was? Weiß nicht. Nö, nicht, dass ich jetzt wüsste. Oh, merkwürdig. Wie machst du denn dann diesen Powerschlag, mit dem du Leute auf den Boden wirst? Ich hab doch keine Fähigkeiten gekriegt. Achso. Oh mein Gott, der hat grad den Bob weggepult. Okay, ich brauch noch 2 Bobs und 2 Norux. Da hinten ist ein Hirsch. Ja, dann haben wir den Hirsch jetzt um. Ja, guck, jetzt nenne ich sie Norux und du nennst die Hirsch. Das ist jetzt wieder... abgespaced. Bash! 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 Ah, das war der Sturmangriff des Norux. Er ist tödlich. Ja, tödlich am Arsch, Freund. Übrigens kannst du bei dir auch ganz viel Blut einstellen, aber bei mir liegt hier ganz viel Blut auf dem Boden rum. Ja, bei mir liegt auch ganz viel Blut auf dem Boden rum. Ah, dann hast du es sogar eingestellt. Glückwunsch, ihr habt den Fortschritt leichte Beute erworben. Leichte Beute. Ey, pull du mal den Hirsch, dann mache ich den Dingens, weil da kann es das nicht weggepult werden. Aber wir machen erst den Hirsch, weil davon gibt's voll wenig. Ja, nee, dann machst du den Hirsch und ich mach den Gliedehuf. Scheiß mal auf Ausweichen, obwohl, au. Gliedehu. Ah, gerade hat er so eine Power, also gerade hat er so eine Power-Attacke gemacht und vorher hat der, vorher kam so ein rotes Blitzen, weißt du? Und das heißt, man hat erkannt, dass er so eine Power-Attacke macht. Was brauchst du noch? Ich brauche noch eine Bob-Klaue. Und was ist mit den Hirschen? Nee, die Hirsche habe ich. Hast du alle? Gut, dann werden wir mal den Gliedehu totgliedern. Pass mal auf. 200 Freund. Critical! Bam, ihr habt Stufe 3 erreicht. Den haben wir aber umgesnackt, Alter. So, jetzt auf zu den Questgebern. Jetzt kann ich ganz tolle neue Schuhe anziehen. Ich wünschte, ich kann auch Schuhe anziehen. Was ist das denn? Ach, da. So, ich brauche auch Stufe 3. Du bist auch Stufe 3? Nee, ich brauche Stufe 3. So, auf der Suche nach Antworten. Für die Föderation. Yeah. Ah, das krieg ich alles. Cool. Für die Föderation! Essen und Verstand. Oder Essenz und Verstand, whatever. Grundausbildung für Zerstörer. Junior dort oben, mein Beispiel eine gute Zerstörerin zu sein. Okay, Bro. Yo, Bro. Okay, Bruh. Level up. Jetzt kann ich endlich meine coolen Schuhe anziehen. Deine coolen Schuhe. Ja. Oh, das nächste, was ich kriege, ist ein besseres Waffenteil. Nice. Das macht statt 53, macht das 54 Schaden. So, oh mein Gott. Grundausbildung für Zerstörer. Bereit, etwas zu lernen. Natürlich. Ja. Wirbelwind. Wirbelt euer Schwert herum und trefft Ziel innerhalb von 3 Metern. Erlernen. Zyklon, was bringt das? Ach, das kenne ich, das haben wir bei Smoke gesehen. Das ist diese Drehattacke. Ah, okay. Warte auf K, schätze ich mal, macht mal Fähigkeiten hier. Ja, da ich auch. Zyklon. Ah, so. Wirbelwind, mache ich mal auf 1. Gefechtslauf könnte ich mal irgendwie anmachen. Erhöht eure Kampfgeschwindigkeit 3 Minuten 30, wenn eure Sensen, whatever. Der Effekt endet, wenn ihr niedergeschlagen werdet. Okay, das ist doof. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen Herzholz-Essenzen von älteren oder abgeerteten Gliedehus. Ja, dann komm her, wir boxen die um, Alter. Obwohl, da hinten ist noch ein Quest, kann das sein? Ja. Lass mal einmal hingehen.
Der Quest läuft mir weg, Alter. Bleib hier. Wer sich vor okay. Inselbewohner. Manches lohnt sich nicht. Ich box dich um, Bitch, Alter. Was für kleine, was ist für kleine Fische? Wow. Werde geboxt, Alter. So, was müssen wir jetzt machen? Wo bist du? Ich lade meine Attacke auf. Ja, ich weiß, es hat Smokey auch gemacht. Oh mein Gott, das Ding ist auf einmal tot, Alter. Warum bist du so schnell? Berserker sind voll krank, kann das sein? Berserker sind irgendwie voll berserkisch. Berserker machen irgendwie viel mehr Damage als alle anderen. Ja. Das Gefühl habe ich irgendwie gerade. Nach diesem Viech werden wir erstmal den Part an der Stelle beenden. Machen wir das. Ja. Yep. Autsch. Da werde ich diesen Gliederhu töten. Ich bin ausgewichen, indem ich einfach weggegangen bin. Das war sowas von Boss. Oh yeah. Oh yeah, komm her. Zenkerfäust. Okay, dann beenden wir an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, dass ihr habt einen guten ersten Einblick gehabt und viel und freut euch auf den nächsten Part von Let's Test Terror Online. Bis dann. Ciao.